Vielen Dank, Frau Abgeordnete Bächle-Scholz. Als nächstes hat sich Dr. Naas für die Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bächle-Scholz, wir sind weder für die Bundesregierung noch für die Landesregierung. Insofern habe ich heute den leichteren Part als Sie und die Kollegen von der SPD. Aber Sie werden uns zustimmen, eine gute Ausbildung ist für die meisten Menschen der entscheidende Schritt für ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben. Bis dahin sind wir uns einig. Eine gute Ausbildung ist prägend und die Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Aber eine gute Ausbildung, meine Damen und Herren, ist nicht von der Ausbildungsvergütung, sondern von der Qualität der Ausbildung abhängig. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie junge Menschen fragen, was macht für Sie einen guten Ausbildungsplatz aus, dann werden die nicht sagen, 550 € Mindestausbildungsvergütung, sondern dann werden die sagen, gute Übernahme- und Aufstiegschancen, einen sicheren Arbeitsplatz und vor allem ein gutes Berufs- und Betriebsklima. Das sind die entscheidenden Kriterien. Und die Ausbildungsvergütung spielt demgegenüber eben nur eine untergeordnete Rolle, wie auch alle Anfragen im Deutschen Bundestag von unserer Fraktion zeigen und die entsprechenden Antworten der Bundesregierung. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Ausbildungsvergütung, ich habe es nicht gehört, ich würde ja gerne antworten, Frau Barth. Die Ausbildungsvergütung ist weder Lohn noch Gehalt. Da muss ich meinen Vorrednern widersprechen. Es ist ein Zuschuss zum Lebensunterhalt. Denn die Auszubildenden werden in der Regel von ihren Eltern unterstützt. Diese sind unterhaltspflichtig, und sind sie es nicht, kann unterstützendes Ausbildungs-BAföG bezogen werden. Meine Damen und Herren, die Ausbildungsvergütung ist nicht, wie die SPD suggeriert und wie es der Kollege Martin gesagt hat, eine Art Mindestlohn zur vollständigen Bestreitung des Lebensunterhaltes, sondern, wie der Name schon sagt, eine Vergütung für die Ausbildung, die sich auch auf die Schulzeit bezieht. Und mit 550 und auch nicht mit 630 € können Sie keinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn Sie eine eigene Wohnung finanzieren wollen. Das kriegen Sie auch mit Ihrer Mindestausbildungsvergütung nicht hin und schon gar nicht im Ballungsraum. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten, für uns steht nicht die Höhe der Vergütung im Mittelpunkt der Diskussion. Wichtiger ist, dass alle jungen Menschen einen Ausbildungsplatz, und zwar für ihren Traumberuf, bekommen. Und zwar egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, ob in strukturschwachen oder in strukturstarken Regionen Hessens. Meine Damen und Herren, das Bild ist nämlich viel differenzierter, wie es die SPD darstellt. In vielen Bereichen sind nämlich die 515 € überhaupt kein Thema. Hier wird ein völlig falsches Bild vermittelt. Der Durchschnitt der Ausbildungsvergütung liegt jetzt schon bundesweit bei 878 €. Und oft wird noch mehr bezahlt, gerade in den 15 Berufen, wo der größte Ausbildungsmangel oder der größte Azubi-Mangel herrscht. Wenn Sie heute Beton- oder Stahlbetonbauer lernen, Stuckateurin oder Verfahrensmechaniker, dann verdienen Sie schon in dem ersten Lehrjahr über 1.000 € und damit weit mehr als die Mindestausbildungsvergütung. Und dennoch gibt es gerade in diesen Ausbildungsberufen zu wenig Bewerber. Das Problem ist dabei nachweislich nicht die geringe Vergütung, wie die SPD in ihrem Antrag suggeriert und es auch die Koalition hier dargestellt hat, sondern das Problem ist die zu geringe gesellschaftliche Wertschätzung von Handwerks- und anderen Ausbildungsberufen bei zunehmender Attraktivität der akademischen Ausbildung für junge Menschen. Und da nützen natürlich, das stimme ich völlig zu, da nützen natürlich veraltete Berufsschulen ohne Anschluss an die digitale Welt überhaupt nichts. Da gibt es eine Menge zu tun in Hessen, und da müssen wir ansetzen. Ich will nicht vom Thema abschweifen, wie es die Kollegen von der Koalition getan haben, sehr elegant am Thema vorbeigesegelt. Nein, meine Damen und Herren, umgekehrt gibt es auch in Hessen Auszubildende, die monatlich weniger als 500 € im ersten Lehrjahr in der Tasche haben. Ja, die gibt es,
gab es ja auch die Anfrage des Kollegen Eckert, die Friseure, die Drechsler, die Flechtwerkgestalter, die Gerber, die Gold- und Silberschmiede, die Sticker, Weber und die Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Die sind alle aufgeführt, aber denen bringt die Mindestausbildungsvergütung nichts, wenn nämlich diese Ausbildungsvergütungen im Tarifvertrag festgelegt wurden. Denn der gelobte Gesetzentwurf der Bundesregierung räumt den Tarifpartnern ja zu Recht die Möglichkeit ein, auch die Mindestausbildungsvergütung, und das ist hier noch nicht genannt worden, auch zu unterschreiten. Auch zu unterschreiten, meine Damen und Herren. Was bleibt denn dann noch? Dann bleiben noch die Betriebe ohne Tarifbindung, die heute maximal, und die sind heute auch nicht im freien Raum, die heute maximal 20% weniger als Tarif zahlen dürfen. Die müssen dann zukünftig die Mindestausbildungsvergütung zahlen. Und da die meisten Branchen über 643 Euro tariflich zahlen, ändert sich für diese Betriebe auch nichts. Denn das sind nämlich genau die 515 Euro zu 80%. Und die, die dann weniger zahlen, da wird sich der Betrieb sehr genau überlegen, ob er für die Auszubildenden in den Tarifvertrag eintritt. Oder umgekehrt, ob er nicht vielmehr die Ausbildung einstellt. Meine Damen und Herren, und damit haben Sie das Gegenteil von dem erreicht, was Sie eigentlich erreichen wollten. Dieser Betrieb wird dann mehr ungelernte Aushilfen beschäftigen oder bestimmte Leistungen gar nicht anbieten. Meine Damen und Herren, bei Kleinstbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten ist die Zahl der Lehrlinge zwischen 2017 und 2019 um 30% zurückgegangen. Wollen wir diesen Trend wirklich weiter beschleunigen und noch befeuern? Gerade auf dem Land, wo Ausbildungsverträge rar sind, wo sie gebraucht werden, wo man vielleicht als Azubi nicht die Wahl hat, anders als in der Stadt, da sollten wir diese Ausbildungsverträge und diese Ausbildungsstätten erhalten. Meine Damen und Herren, warum muss der Gesetzgeber überhaupt in ein über Jahrzehnte bewährtes System eingreifen? Die Tarifparteien wissen schließlich am besten, welche Vergütung sachgerecht ist und welche nicht. Und deswegen funktioniert in der Tat das System der dualen Ausbildung in Deutschland auch so gut. Und deswegen haben wir, die Kollegen haben es gesagt, im europäischen Vergleich auch eine so niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Und auch dort, wo keine Tarifverträge greifen, stehen die auszubildenden Betriebe in zunehmendem Wettbewerb. Auch das ist schon gesagt worden, um die geeignetsten Kandidaten. Und wer da 20% weniger als Tarif bezahlt, der hat da schlechte Karten, vor allem in der Zukunft, wo es immer weniger Bewerber gibt. Meine Damen und Herren, der demografische Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel setzt die Unternehmen unter Druck, und zwar auch ohne staatlichen Eingriff für attraktive Ausbildungsbedingungen zu sorgen. Also, die Mindestausbildungsvergütung wird die Ausbildungsbedingungen junger Menschen im Betrieb selbst nicht verbessern. Sie wird aber die Betriebe in strukturschwachen Regionen weiter belasten und damit Ausbildungsplätze vernichten. Und aus all diesen Gründen sollte die Landesregierung den Gesetzentwurf der Bundesregierung im Bundesrat nicht unterstützen. Wir werden den SPD-Antrag ablehnen, und wir werden auch den Koalitionsantrag ablehnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Als nächstes hat sich Frau Wissler von den Linken zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dass die Debatte um eine Mindestausbildungsvergütung neuen Schwung aufnimmt und dass die Große Koalition hier endlich handeln will, das begrüßen wir natürlich. Und man muss ja noch einmal sagen, das ist vor allem dem Druck der Gewerkschaften und der Jugend- und Auszubildendenvertretungen zu verdanken. Und natürlich sind wir der Meinung, Ausbildung muss angemessen vergütet werden, und Azubis dürfen nicht mit Almosen abgespeist werden. Und es wird ja immer gerne darüber geklagt, also nicht von uns, aber beispielsweise von seitens der Unternehmen, aber auch immer wieder hier im Haus, dass die Studierneigung junger Menschen immer weiter zunimmt. Und dann wird es immer gerne mit einem schlechten Image
der beruflichen Ausbildung begründet. Und dann werden Werbekampagnen gestartet, wo das Image der beruflichen Ausbildung verbessert werden soll. Oder zuletzt wurde eine Azubi-Card beschlossen, eine mehr oder weniger attraktive Rabattkarte für Auszubildende. Aber ich will noch einmal ganz deutlich sagen, es ist eben nicht der schlechte Ruf, der die Berufsausbildung unattraktiv macht, sondern es sind ganz real schlechte Rahmenbedingungen. Und vor allem sind es schlechtere Gehaltsaussichten. Wir haben. Wer hat Quatsch gerufen? Sie? Ich will nur darauf hinweisen, dass es dazu ja Studien gibt, dass der Durchschnittsakademiker, schon nach wenigen Jahren beim Durchschnittseinkommen den Menschen mit einer beruflichen Ausbildung überholt hat. Aber diese Statistiken lasse ich Ihnen gerne alle zukommen, falls Sie bereit sind, Ihr Weltbild durch die Realität erschüttern zu lassen, Herr Kollege. Es sind schlechtere Gehaltsaussichten im späteren Beruf. Wenn wir uns anschauen, dass Erzieherinnen und Erzieher verdienen nun einmal deutlich weniger als Lehrkräfte. Das ist so, und das haben wir in vielen Ausbildungsberufen eben dieses Problem. Und deswegen, wenn es geht nicht nur um die Frage, dass es irgendwie eine mangelnde Wertschätzung gibt für Ausbildungsberufe. Ja, die gibt es, aber Wertschätzung drückt sich auf dem Arbeitsmarkt halt in der Regel über Geld aus und nicht über warme Worte und Sonntagsreden, wie wichtig Berufe sind, sondern wenn man Berufe aufwerten möchte, dann muss man sie eben auch gescheit bezahlen, meine Damen und Herren. Und eine Mindestvergütung für Azubis ist überfällig, um Anerkennung auszudrücken, aber auch um den Missbrauch von Auszubildenden als Billigarbeitskräfte zu unterbinden. Und, Herr Dr. Naas, Sie haben jetzt eben gesagt, dass das Thema Vergütung gar kein so großes Thema für die Auszubildenden wäre und dass es eher um Übernahme und andere Fragen geht. Übernahme ist sicher auch ein wichtiges Thema. Und jetzt haben Sie gesagt, dass Sie Anfragen im Bundestag gestellt hätten, die das bestätigt hätten. Nun will ich darauf hinweisen, wenn Sie im Bundestag Anfragen stellen, dann antwortet die Bundesregierung und nicht die Azubis. Und das andere ist, dass natürlich viele Auszubildende eben nicht bei ihren Eltern wohnen bleiben können, bei den Eltern wohnen bleiben können, weil sie vielleicht einen Ausbildungsplatz in einer anderen Stadt annehmen müssen. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass für Auszubildende natürlich die Frage auch eine gewisse Relevanz hat, wie viel Auszubildendenvergütung sie am Ende bekommen. Dass das nicht die alles entscheidende Frage ist, mag sein. Aber Sie machen Ihre Arbeit ja auch nicht nur, weil sie Ihnen wahnsinnig viel Spaß macht und Sie ein nettes Umfeld haben, sondern Sie werden ja auch angemessen dafür bezahlt, Herr Kollege. Und deshalb finde ich es natürlich wichtig und grundsätzlich sehr sinnvoll, dass es eine über die Angemessenheit, nein, ich diskutiere jetzt nicht über die Angemessenheit von Bezahlungen von einzelnen Abgeordneten, das mache ich nicht. Aber es ist grundsätzlich natürlich sinnvoll und notwendig, dass es eine Mindestvergütung für Auszubildende gibt und dass es eine gesetzliche Untergrenze gibt. So, und jetzt will ich aber sagen, wo das Problem liegt. Weil letzten Monat wurden ja die Pläne der Bundesregierung für eine Mindestausbildungsvergütung vorgestellt. Und es wurde klar, leider würden von dieser Form der Mindestausbildungsvergütung viel zu wenige Auszubildende profitieren. Weil nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesbildungsministerin, ja nicht gerade ein Aktivposten in der Bundesregierung, wenn ich das mal so sagen darf, würden im Jahr 2020 ja, es fällt schwer zu sagen. Es gibt einige in der Bundesregierung, die mehr auffallen, aber Sie haben vollkommen recht, oft nicht positiv. Also, aber Frau Karliczek ist schon ein besonderer Ausfall, würde ich sagen. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf würden im Jahr 2020 lediglich, und das finde ich jetzt wirklich wichtig, lediglich 26.000 junge Menschen profitieren, weil sie weniger als 515 € im ersten Lehrjahr verdienen, die dem Entwurf der Bundesregierung als Untergrenze vorsieht. Und das sind schon sehr wenige Azubis, zumal ja die vollschulische Ausbildung außen vor sind, weil sie außerhalb des Geltungsbereichs des Berufsbildungsgesetzes liegen. Und 515 € eben als Untergrenze, 26.000, die im Moment drunter liegen. Wir fordern, wie die DGB-Gewerkschaften auch, eine Mindestausbildungsvergütung von 80% der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung aller Branchen des jeweiligen Ausbildungsjahres. Und das wären dann, um auch Zahlen zu nennen, Stand 2018 nach Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung und des DGB wären das 660 € im ersten Ausbildungsjahr, 720 € im zweiten, 795 € im dritten. Und von diesen 660 € pro Monat im ersten Ausbildungsjahr würden dann über
125.000 Jugendliche profitieren. Also vom derzeitigen Gesetzentwurf der Bundesregierung 26.000. Wenn man die Forderung des DGB umsetzen würde, wären das 125.000 Jugendliche, deren Ausbildungsvergütung derzeit unter 660 € liegt und die davon profitieren würden. Und ich finde, das ist doch eigentlich das Mindeste. Denn Auszubildende sind keine Billigarbeitskräfte. Als solche werden sie oft behandelt. Und deswegen finde ich, dieser Forderung des DGB, der schließen wir uns an. Wir brauchen eine Ausbildungsvergütung, eine Mindestausbildungsvergütung, aber sie muss deutlich höher liegen als das, was die Bundesregierung da gerade vorschlägt, meine Damen und Herren. Und natürlich müssen wir auch über die Qualität der Ausbildung reden. Im Ausbildungsreport 2018 der DGB-Jugend sank die Zufriedenheit mit der Ausbildung bei den befragten Azubis auf ein Rekordtief von 70%. Besonders in den lebensmittelverarbeitenden Berufen sowie im Hotel- und Gastgewerbe gibt es große Qualitätsdefizite. Und natürlich müssen wir auch, das wurde schon angesprochen, auch über die Ausstattung der Berufsschulen sprechen, was ja quasi das Stiefkind des Schulsystems ist. Auch diese tragen nicht gerade zur Attraktivität des Ausbildungssystems bei, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. 2/3 aller Berufsschüler sagen, die Berufsschulen seien schlecht ausgestattet, hätten keine zeitgemäßen Unterrichtsmaterialien. Wir brauchen also Mindeststandards für Ausbildungen. Wir brauchen z. B. die Verankerung des Rechtsanspruchs auf eine vollqualifizierende Ausbildung, das Recht auf Teilzeitausbildung, mehr Schutz und Mitbestimmung für Azubis und die Übernahme von Fahrt- und Unterbringungskosten seitens der Betriebe. Und die Kritik daran, die haben wir ja jetzt heute auch gehört, ist ja immer die gleiche Leier wie auch bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Und Herr Dr. Naas, Sie haben ja eben gerade gesagt, würde man Mindeststandards einführen, würde das Ausbildungsplätze gefährden. Ich sage Ihnen, Ausbildungsplätze sind doch nicht dadurch gefährdet, dass es eine Mindestvergütung gibt oder Mindeststandards. Ausbildungsplätze werden dadurch gefährdet, wenn sich Unternehmen aus ihrer Verantwortung stehlen und nicht ausreichend Ausbildungsplätze schaffen, meine Damen und Herren. Und das hat diese ganze Leier der FDP, ich meine, Sie haben ja vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns genau das auch immer alles gesagt, wenn wir den gesetzlichen Mindestlohn einführen. Das ist kein Mindestlohn, da gebe ich Ihnen ja recht. Aber Ihre Argumentation ist genauso falsch wie bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Weil auch da haben Sie ja den Teufel an die Wand gemalt und das würde Arbeitsplätze kosten und weiß der Geier was. Hat sich alles nicht bestätigt. Es hat sich nicht bestätigt. Die Einführung des Mindestlohns war richtig notwendig und absolut überfällig. Und deswegen wird auch die Mindestausbildungsvergütung keine Ausbildungsplätze gefährden. Und ich finde auch, die Bundesregierung könnte noch einmal über die Frage Ausbildungsumlage nachdenken. Also, wer nicht ausbildet, soll zahlen, auch gerade um die kleinen und mittleren Unternehmen ein bisschen zu entlasten, weil viele große Unternehmen ja ihrer Ausbildungspflicht nicht so ganz nachkommen. Und ich finde, auch bei allem Gejammer über Fachkräftemangel dürfen wir auch nicht vergessen, dass es immer noch Jugendliche gibt, die keinen Ausbildungsplatz finden und die über lange Zeit keinen Ausbildungsplatz finden und als unqualifizierte Arbeitskräfte dann dauerhaft im Niedriglohnbereich bleiben. Und hier muss man sagen, nach dem letzten Berufsbildungsbericht der Landesregierung liegt hier Hessen weiterhin bei der Angebots-Nachfragerelation unter dem Bundesschnitt, nämlich bei 90,7%. Gegenüber von 94,8%. Und auch die Ausbildungsquote, der Anteil der Azubis unter den Beschäftigten, ist in Hessen gesunken. Und ich will nur sagen, Frau Bächle-Scholz, weil Sie davon reden, dass es einen Überhang gibt. Ja, an einigen Stellen gibt es einen Überhang. Ich möchte nur einmal an ein sehr vergessenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts erinnern, das mal festgestellt hat, dass um das Grundrecht auf freie Berufswahl, wie es im Grundgesetz garantiert ist, um dieses Grundrecht zu gewährleisten, bräuchten wir ein Angebot von 112,5%. Also das müsste eigentlich laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Angebot sein. Also wir bräuchten einen sehr viel stärkeren Überhang, als wir den derzeit haben. In diesem Sinne, es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Wir brauchen eine Ausbildungsumlage, wir brauchen eine stärkere Förderung von Ausbildungsverbünden, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze beim Land. Auch darauf kann man ja mal hinweisen, dass sich der öffentliche Dienst ganz schön zurückgezogen hat aus der Ausbildung. Auch das ist ein Problem, weil der öffentliche Dienst das Land natürlich mit gutem Beispiel vorangehen muss, wenn man von Unternehmen fordert, dass sie gute und ausreichend Ausbildungsplätze schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Dr. Naas von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kollegin Wissler, ich muss doch noch einmal replizieren auf so die eine oder andere Behauptung. Und die erste, die ja immer wieder kommt, ist, Tarif
Mindestlohn, das habe was mit Ausbildung zu tun. Das ist nicht der Fall. Doch, es ist nicht der Fall. Die Ausbildung ist auch quasi kein Mindestlohn. Und man kann mit 500 € im Monat oder 515 € oder auch Ihre 630 oder 650, die Sie gefordert haben, keine Lebenshaltung mit eigener Wohnung finanzieren. So. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie mal etwas sagen zu der Tarifbindung. Denn die Mindestausbildungsvergütung findet ja dann keine Anwendung, wenn es einen Tarifvertrag gibt. Da hätten Sie konsequenterweise das zumindest auffordern müssen. Ich halte das für falsch. Ich halte das für richtig, dass die Tarifverträge weiter Vorrang haben. Und wir sollten da nicht unnötig eingreifen. Das ist ein System, das sich in Deutschland bewährt hat. Nichts anderes. Vielen Dank. Ich erteile Frau Wissler das Wort. Ja, Frau Präsidentin, Herr Dr. Naas, erstmal freue ich mich, Gemeinsamkeiten feststellen zu können als Verteidiger von Tarifverträgen, dass wir uns da sehr einig sind. Ich freue mich, dass wir nächstes Mal gemeinsam, wenn wieder irgendwo Tarifflucht ansteht in einem größeren Unternehmen, freue ich mich, dass wir gemeinsam zu gewerkschaftlichen Gegenprotest gehen und gemeinsam dafür kämpfen, dass die Tarifbindung erhalten bleibt. Ich hätte eine ganze Liste. Machen wir. Ich hätte eine ganze Liste, wo wir da gemeinsam mal vorbeischauen können, um uns gemeinsam für den Erhalt von Tarifverträgen stark zu machen. Das ist super. Ich finde das gut. Ich kann Gemeinsamkeiten auch gut aushalten. Jetzt zu der Frage, Ausbildungsvergütung ist kein Lohn. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nicht den Mindestlohn und die Ausbildungsvergütung verglichen, sondern ich habe die falsche Argumentation der FDP in beiden Fällen verglichen. Weil die FDP eine Argumentation hat, die so aussieht, dass wenn man den Arbeitsmarkt stärker reguliert oder wenn man im Bereich der Berufsausbildung stärker staatlich eingreift, dass sie dann immer prophezeien, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass Ausbildungsplätze wegfallen, dass Dinge verlagert werden. Und ich will nur sagen, beim gesetzlichen Mindestlohn, Sie waren ja so die letzte Kraft, die noch dagegen gekämpft hat, tapfer, gegen die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Ja, tapfer, unverzagt, aber auf der falschen Seite. Sie haben dagegen gekämpft, und alle Prophezeiungen damals, es würden Arbeitsplätze wegfallen und die Arbeitslosigkeit würde steigen, das waren ja das, was Sie alles prophezeit haben. Und ich stelle einfach fest, reine Empirie, es ist nicht eingetreten. Und deswegen habe ich diese Argumentation verglichen. Und ich denke, dass, wenn wir eine Mindestausbildungsvergütung einführen, dann werden deshalb auch keine Ausbildungsplätze gefährdet. Und die werden auch nicht gefährdet durch Mindeststandards. Und ich sage Ihnen mal was, der Markt regelt es eben nicht. Und auch der Ausbildungsmarkt regelt es nicht alleine. Auszubildende brauchen Schutz. Und die brauchen gesetzlichen Schutz durch Mindeststandards und durch eine Mindestvergütung, damit sie eben nicht missbraucht werden als billige Arbeitskräfte und eben nicht abgespeist werden mit ein paar Euro im Monat. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Decker von der SPD zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wirklich nur in aller Kürze. Die Kollegin Wissler hat es völlig zu Recht angesprochen eben. Es erinnert mich an das gleiche Ritual wie beim gesetzlichen Mindestlohn in der Diskussion. Und ich hatte ja gehofft, nachdem ich gestern mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden René Rock kurz gesprochen hatte, dass da auch ein Stück weit Einsicht gekommen ist. Und ich will noch einmal an der Stelle ziemlich deutlich sagen, es ist eine Untergrenze. Und völlig zu Recht hat Kollegin Wissler eben darauf hingewiesen, immer dann, wenn der Tarif nicht greift. Und so und nicht anders ist es zu verstehen. Und so war auch schon die Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn zu verstehen. Und ich denke, man sollte sich mal von diesem alten Ritual lösen, denn die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat gezeigt, dass all das, was damals prophezeit worden ist, in der Tat nicht eingetreten ist. Es hat keine erhöhten Arbeitsplatzverluste gegeben. Im Gegenteil, ich will mal daran erinnern, dass es dazu geführt hat, dass wir einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gehabt haben, eben weil es von unten den Druck durch den Mindestlohn gegeben hat. Und ich glaube, wir sollten uns in dem Hause alle mal langsam einig darüber werden, dass es auch im Ausbildungsbereich Branchen gibt, wo ganz schlicht und einfach Auszubildende, ich will nicht sagen, ausgebeutet werden, man muss ja froh sein, wenn sie eine Ausbildung haben, aber unter der Grenze bezahlt wird, was
nicht nur eine Geschmacksfrage ist und nicht nur die Frage der freien Wirtschaft ist, sondern ich glaube, das ist für uns eine dringende Notwendigkeit, dass wir auch im Ausbildungsbereich eine Untergrenze einziehen. Denn ich glaube, das bringt junge Menschen dann auch eher dazu, wirklich eine Lehre anzutreten. Und das müsste Ihr Interesse sein, auch gerade von der FDP, für das Handwerk und den Handel, wenn wir hier Fachkräfte sichern auf die Art und Weise. Und deswegen lasse die alten Rituale einfach mal weg. Es geht hier um eine soziale Komponente, die auch für Auszubildende gilt. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich jetzt Staatsminister Herrn Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich zunächst einmal sehr, dass uns zu diesem Tagesordnungspunkt auch so viele junge Menschen auf der Besuchertribüne heute zuhören. Denn es geht ja ganz wesentlich um euch und um sie. Die duale Berufsausbildung trägt dazu bei, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland im europäischen Vergleich auf einem Niveau liegt, dass nicht nur unsere Nachbarländer mit Anerkennung und hohem Interesse an dem, was wir da als dualen Ausbildungsweg beschreiten, gutieren. Und sie ist eine der großen wirtschaftlichen Stärken Deutschlands und Hessens. Und dieser Erfolg der dualen Berufsausbildung ist ein gewachsener. Er ist hart erarbeitet, und er verlangt auch weiterhin ein Gespür dafür, was für unsere Jugendlichen und für den Arbeitsmarkt erforderlich und gewinnbringend ist. Und hier in Hessen haben wir das schon lange erkannt und kommen dem auch in unserem Regierungsprogramm an verschiedenen Stellen nahe und verschaffen ihm den entsprechenden Stellenwert. In Hessen arbeiten wir gemeinsam mit den Sozialpartnern daran, die erfolgreiche duale Ausbildung zu stärken und Jugendliche auf dem Weg in ein erfolgreiches Arbeitsleben und Erwerbsleben zu begleiten. Und wir beschreiten dafür verschiedene Wege. Beispielsweise unterstützen wir Bundesgesetzesinitiativen, die wir für sinnvoll und erfolgversprechend halten, wie das vorliegende Bundesbildungsmodernisierungsgesetz. Wir verfolgen in Hessen aber auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik für neue Perspektiven. Wir wollen, dass jeder Mensch in Hessen sich aktiv in die Arbeitswelt einbringen und sich entsprechend seiner Fähigkeiten und Interessen dort verwirklichen kann. Ein stabiler Arbeitsmarkt sichert dann nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit und den Wohlstand jeder und jedes Einzelnen, sondern auch der gesamten Gemeinschaft. Teil dessen sind auch Anstrengungen dafür, dass sich wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden, denn sie sind die Fachkräfte von morgen, die wir dringend brauchen. Und das zeigt auch Wirkung. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge war zwischen 2011 und 2016 stark rückläufig. Während 2011 in Hessen noch über 41.000 neue Verträge abgeschlossen wurden, waren es 2016 nur noch etwa 37.000. Und erst seit 2017 wurde dieser Trend wieder umgekehrt. In 2018 wurden wieder mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Und natürlich ist eine angemessene Ausbildungsvergütung da ein wesentliches Element, um das duale Ausbildungssystem zu stärken. Sie trägt dazu bei, dass sich junge Menschen wieder stärker für eine klassische Ausbildung entscheiden. Und natürlich müssen wir gleichzeitig auch darauf achten, dass die Ausbildungsvergütung Kleinst- und Kleinbetriebe nicht finanziell überfordert. Denn wir brauchen gerade auch diese Betriebe. Wir brauchen ihre Ausbildungsleistung zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Und gerade in den ländlichen Regionen, in denen viele kleinere Betriebe tätig sind, ist das wichtig, um die weitere Abwanderung junger Menschen in die Metropolregionen zu verhindern. Deshalb wollen wir die Attraktivität der Berufsausbildung weiter steigern und unterstützen alle vernünftigen Initiativen, die für dieses Ziel hilfreich sind. Und dazu gehört natürlich beides, die Ausbildungsvergütung und die Wertschätzung und Anerkennung der Ausbildungsberufe. Das ist doch keineswegs ein Gegensatz, wie er hier eben etwas künstlich aufgemacht wurde. Wir müssen eben beides tun.
Wir haben Ausbildungsberufe, z.B. im Bereich des Friseur-, Metall- und Konditorenhandwerks. Da liegen die BAföG-Sätze höher als die bestehenden Ausbildungsvergütungen. Und es ist doch auch kein Zufall, dass gerade in diesen Berufen hohe Abbrecherquoten in der Ausbildung vorliegen. Eine solche hilfreiche Initiative, die wir unterstützen wollen und werden, ist die Absicht der Bundesregierung, eine Mindestvergütung für Auszubildende einzuführen, die duale Ausbildung attraktiver zu gestalten und die berufliche Bildung dadurch auch insgesamt zu stärken. Die angestrebte Mindestvergütung trägt dazu bei, die Attraktivität der dualen Ausbildung und hier vor allem auch der Ausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen weiter zu steigern. Und deshalb begrüßen wir die mit den Sozialpartnern ausgehandelten Mindestausbildungsvergütungssätze ebenso wie den Vorrang tarifvertraglicher Regelungen ausdrücklich. Beide Aspekte, Mindestvergütung einerseits und Vorrang tarifvertraglicher Regelungen andererseits, steigern die Attraktivität der dualen Ausbildung und wurden nun in das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz gegossen. Dieses Gesetz ist bereits im zweiten Durchgang im Bundesrat. Wir haben es im Grundsatz von Beginn an unterstützt. Insofern ist über den Antrag der SPD, der uns dazu auffordern will, selbiges zu tun, die Zeit längst hinweggegangen. Im Übrigen, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, können wir uns in Hessen darüber freuen, dass die Ausbildungsvergütungen schon jetzt höher sind als die im neuen Gesetz geregelten Mindestausbildungsvergütungen. Auch das darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Meine Damen und Herren, zuletzt haben wir in Hessen im Segment niedrig bezahlter Berufe die Allgemeinverbindlichkeit des Ausbildungstarifvertrags im Friseurhandwerk genehmigt, der seit dem 1. August 2018 eine Mindestvergütung von 500 € vorsieht, mit einer jährlichen Erhöhung bis zum Jahr 2020 auf 540 € im ersten Ausbildungsjahr. Die Allgemeinverbindlichkeit wurde am 18. April 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht, und sie gilt für die Ausbildungsvergütung rückwirkend ab dem 1. August 2018. Sie sehen also, in Hessen haben wir auch diesen Sektor im Blick, und die Sozialpartner werden eine angemessene Erhöhung vereinbaren, sollten sich die Bedingungen dafür ergeben. Es gibt also vielfältige Ansätze und Lösungsvorschläge, damit Hessen ein attraktives Ausbildungsland bleibt und seine wirtschaftliche Stärke, aber auch die guten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort erhalten bleiben bzw. noch weiter verbessert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann werden beide Anträge nach der Aussprache an den SIA überwiesen.